hat sie ihre Pelerine von sich runtergenommen, hat mich eingepackt und sagt, du Kleine, setz dich dorthin, du musst heute nicht mehr weiterarbeiten. Denn sie wollte mich nicht als Arbeitskraft verlieren. Ich war eine gute Arbeitskraft. Den nächsten Tag bin ich natürlich wieder zur Arbeit gegangen und wir hatten fürchterliche 9 Monate in Hamburg, die man sich nicht vorstellen kann. Man hat kaum was zum Essen gekriegt. Und diese Frostbeulen haben uns schrecklich zu schaffen bekommen. Gebracht. Und hier hat jeder ein Eiszäpfchen gehabt. Jeder hat hier ein Eiszäpfchen gehabt, denn man hat keine Kraft mehr gehabt in den Händen, sich die Nase immer abzuwischen. Jeder hat hier ein Eiszäpfchen gehabt. Und nach 9 Monaten haben wir plötzlich Kanonenschüsse gehört und die Erwachsenen zwischen uns haben gesagt, wahrscheinlich verlieren die Deutschen schon den Krieg. Das ist die Front wahrscheinlich, die sich nähert. Und man wollte uns evakuieren in ein anderes Lager, aber die Bahnen waren jetzt besetzt. Die Deutschen haben noch schnell die ungarischen und griechischen Juden aus den Häusern genommen im 44er Jahr und haben sie noch schnell nach Auschwitz gebracht, um zu vergasen. So war für uns keine Bahn da. Man hat uns aufgestellt, liebe Schüler, und wir begannen den Todesmarsch. Habt ihr davon gehört? Nicht? Man geht, solange man kann. Man geht zu Fuß. Man geht und eine hilft der anderen. Man schleppt sich, so, man schleppt eine die andere wie ein Rucksack. Bei den Händen so, über den Rücken. Und man schleppt sich gegenseitig. Und mich hat man auch geschleppt, weil meine Füße waren schon sehr geschwollen mit Eiter. Ich konnte überhaupt nicht mehr gehen. Und viele ältere Frauen sind natürlich gleich sitzen geblieben, schon gleich am Anfang. Die konnten nicht mehr gehen vor Schwäche und vor geschwollenen Füßen, vor Unterernährung. Und die ankamen, das waren jüngere Menschen. Und wir sind nach tagelangem Gehen, Tag und Nacht, in Bergen-Belsen angekommen, in ein fürchterliches Lager, wo alle Deutschen schon weg waren. Die haben sich schon zerlaufen, denn die haben schon den Krieg verloren. Und statt den Deutschen in den Wachhäuschen oben, waren plötzlich Ukrainer. Und die haben sich einen Spaß gemacht, das waren schreckliche Sadisten. Die haben sich einen Spaß mit uns gemacht und haben einfach geschossen in die Menge von uns und haben uns noch einige Mädchen erschossen, die es erlebt haben, bis nach Bergen-Belsen zu gehen. Er hat geschossen und die wollten sich gegenseitig beweisen, dass sie ein besserer Schütze sind als der andere. Und so haben sie gelacht und haben uns viele Mädchen erschossen. Es war jämmerlich. Wir haben uns einfach hingesetzt auf die Fläche vom Lager und haben auch auf den Tod gewartet. Dort hat man nur Berge von Toten gesehen, Skelette, nicht mehr ähnlich zu Menschen. Es waren Haut und Knochen. Berge davon und auch Gruben davon, die Deutschen nicht mehr begraben konnten. Die sind weggelaufen. Und das haben wir gesehen. Es war keine Obhut mehr über uns, kein Essen, kein Trinken. Wir waren schon mehr tot als lebendig. Heute weiß ich nicht mehr, wie lang wir gesessen sind, aber ich weiß, dass es der 15. April, jetzt vor ein paar Tagen war mein Befreiungstag, der 15. April 1945 war, als der erste britische Tank nach Bergen-Belsen eingerollt ist. Und er hatte einen, wie heißt das? Bitte? Hör nicht. Mikrofon, Lautsprecher. Er hatte einen Lautsprecher und er sagt, you're free, we are the British. Aber niemand hat sich gefreut. Wir waren alle schon sehr apathisch, mehr tot als lebendig. Niemand konnte sich mehr bewegen. Und da kam noch ein Tank und noch ein Tank. Und unter ihnen waren auch Ärzte, die befohlen haben, uns nicht zu füttern, denn wir sind nicht mehr imstande zu verdauen. Und man hat uns viel Vitaminpillen gegeben am Anfang. Und erst nach Tagen hat man uns systematisch gefüttert, so wie kleine Kinder. Und man hat uns auch gewogen. Das Durchschnittsgewicht war 20 Kilo.
erwachsene Menschen. Also es war ganz jämmerlich. Und man hat uns auch das Gehen beigebracht. Man hat uns auch das Gehen beigebracht und das Essen beigebracht und Trinken, alles. Auch nach der Befreiung sind noch viele Menschen gestorben, denn sie konnten nicht mehr verdauen, sie konnten nicht mehr am Leben bleiben. Und so waren wir dort monatelang. Die haben uns desinfiziert von den Läusen. Nach einiger Zeit haben wir auch vom Roten Kreuz Bekleidung bekommen, sodass wir ein bisschen menschlicher ausgeschaut haben. Und nach Monaten erst hat man von uns Listen gemacht, von jedem Einzelnen, wohin er gerne möchte, nach Hause oder in ein Land, wo er, das er gewählt hat. Und meine Mama hat Prag gewählt, denn sie wollte noch Informationen über meinen Papa bekommen. Vielleicht trifft sie jemanden, der mit ihm zusammen war, denn wir haben ja keine Verbindung mit ihm gehabt, schon so viele Monate. Und so sind wir mit einer normalen Bahn nach Prag gefahren. Und dort in Prag waren schon Gesandte von Palästina, die einen Jugendtransport zusammenstellen wollten. Und ich war auch darunter, mich haben sie auch aufgeschrieben. Aber die Mama und die Ruth sind noch in Prag geblieben, um, wie gesagt, noch Informationen über unseren Vater zu bekommen. Und so kam ich mit dem Jugendtransport, ein illegaler Jugendtransport, nach Palästina, war aber noch nicht frei. Man hat uns wieder in ein Lager gesteckt, denn hier war jetzt der britische Mandat in Palästina. Wir hatten noch keinen Staat. Und ich war noch keine 16 Jahre alt, liebe Schüler. Ich habe das nicht verstanden. Warum bin ich jetzt wieder hinter Stacheldraht? Wie kommt das? Ich bin doch jetzt ein freier Mensch. Und ich sehe die gleichen Soldaten wie in Bergen-Belsen. Das sind auch Engländer. Wie kann das sein, dass ich nicht frei bin? Ich habe furchtbar viel geweint, aber die älteren Leute haben mir erklärt, dass hier noch ein britisches Mandat ist und dass die uns erst erlauben werden, von dem Lager rauszukommen. Und nach 3 Monaten ist die Esther, die schon 7 Jahre in Palästina war, sie war schon inzwischen verheiratet und hat auch ein Kind gehabt, die ist mich abholen gekommen von diesem Lager, Internierungslager, und hat mich zu ihr genommen nach Netanya, eine Stadt zwischen Tel Aviv und Haifa. Und ich habe gehofft, endlich bin ich frei, und habe gehofft und gewartet auf den Tag, wo sie meinen Kopf auf ihre Schulter nimmt und mich fragen wird, erzähl mir, meine liebe kleine Schwester, erzähl mir doch, was ihr dort in Europa mitgemacht habt. Leider Gottes ist dieser Tag nie gekommen, weil niemand hätte uns geglaubt, wenn wir erzählt hätten. Niemand hätte uns geglaubt. Man hätte geglaubt, wir sind verrückt geworden. Denn man kann sich ja sowas gar nicht vorstellen, was wir da mitgemacht haben. Und ich war einer der Ersten, die nach Palästina angekommen ist, sodass sie nicht geglaubt hätten. Und niemand wollte wissen. Niemand hat sich interessiert, liebe Schüler. Niemand hat sich interessiert. Man hat keine Fragen gestellt. Und man hat mich gesehen als junges Mädchen, 16 Jahre alt, mit der Auschwitz-Nummer. Und die wollten nichts wissen. Niemand, nirgends, auf der ganzen Welt nicht. Und so haben sich auch viele Menschen noch, die allein geblieben sind, ohne Familie, haben sich noch nach dem Krieg, nach der Befreiung, das Leben genommen. Denn sie hatten nicht die Kraft mehr, sich selbst vom Neuen aufzubauen, neue Familien zu gründen. Viele haben sich das Leben genommen. Und viele Neueinwanderer nach Palästina haben Depressionen bekommen. Ich war auch unter denen und ich war in ärztlicher Verpflegung. Und der hat, haben wir die Zeitungen hier? Ja, das. Und da hat er mir gesagt, der Arzt, dass ich schreiben soll. Und da habe ich geschrieben, habe euch auch mitgebracht, meine Erinnerungen. Und das hat mir nicht sehr gut getan, es war nicht genug. Habe inzwischen geheiratet und 2 Kinder auf die Welt gebracht. Und bis die Kinder gewachsen sind, habe ich gehört oder gelesen in der Zeitung, dass in Jerusalem, in Yad Vashem, kann man einen Kurs machen, um zu lernen, wie vom Publikum zu stehen und zu sprechen und zu erzählen. Und diesen Kurs wollte ich unbedingt machen, habe ihn auch gemacht,
mit Auszeichnung. Und mein Lehrer sagte, Judith, du kannst schon rausgehen und erzählen. Du machst es, wie man es braucht. Und so von damals, das sind noch nicht viele Jahre her, liebe Schüler. Bis damals habe ich geschwiegen und war immer deprimiert. Und seit damals komme ich von Schule zu Schule bei uns und jetzt die letzten Jahre auch nach Europa, nach Österreich und auch nach Deutschland, um der Jugend alles zu erzählen und euch zu bitten, zu schauen, dass es nie mehr vorkommen soll. Ihr werdet eines Tages die Welt regieren und bitte schaut zu, dass sowas nie mehr vorkommt. Denn das war ein richtiger Völkermord, wo die jüdische Bevölkerung sehr viel beigetragen hat zur Kultur. In allen Richtungen hat die jüdische Bevölkerung sehr viel beigetragen. Ihr wisst es sicher von selber. Und so bitte ich euch bitte nicht zu vergessen und gebt auch weiter, was ich erzählt habe. Und wenn ihr Fragen habt, will ich gerne beantworten. Danke. Danke euch. Und jetzt möchte ich auch gern, ich weiß nicht, haben wir genug davon? Vielleicht wird uns, ob wir genug haben, ich weiß es selber nicht. Vielleicht bitten wir die Kinder, dass sie das. Das ist selber ausstellen. Ja. Soll ich selber machen? Ja, ich soll es selber. Gut. Ich hätte noch eine Bitte, wenn noch Fragen von euch da sind, was sicherlich gestellt werden soll. Warten wir noch. Warten wir noch und wir warten auf eure Fragen. Ja, machen Sie sich's holen. Hat jemand Fragen, bitte? Will jemand was wissen? Seid nicht scheu, seid nicht scheu. Haben keine Fragen. Soll ich von hinten anfangen, nicht? Sie sind scheu. So, bitte. Ich weiß nicht, ob ich genug habe. Bitte sehr. Wollen Sie es hier weitergeben? Oh, können Sie es weitergeben? Danke sehr. Liebe Frau Jägermann, ich möchte die Gelegenheit benutzen und mich sehr bedanken Danke für die Ausstellungen. Und damit Sie diesen Vormittag ein bisschen in Erinnerung behalten, darf ich Ihnen Danke ein sehr. Buch überreichen. Dankeschön. Dank. Danke vielmals. Danke. Dankeschön. Sehr nett. Danke euch, liebe Schüler. Und wenn ihr Fragen habt, bin ich noch immer da. Bitte. Moment, bitte. Wenn man 24 Stunden den Tod vor Augen hat, wie lässt es sich dann einem überhaupt leben? Das war kein Leben. Das nennt sich nicht Leben, das heißt ein Vegetieren. Ja. In Angst leben, die ganze Zeit ununterbrochen. Und man wird sie auch nicht los, ich habe auch heute noch Angst. Ja, habe heute noch Angst. Will jemand fragen, bitte? Ihr braucht euch nicht zu scheuen. Ja. Was hat Ihre Mutter Ihnen gesagt? Ich höre nicht. Was hat Ihre Mutter Ihnen immer wieder gesagt, wie Ihre Erwachsene und weitermachen können? Ich kann nicht gut hören. Kommen Sie zu mir. Ja. Was Ihre Mutter Ihnen gesagt hat, um weitermachen zu können, Dass Gott uns noch helfen wird, dass er uns von hier noch rausschicken wird. Das hat sie mir gesagt. Und sie hatte recht. Ja. Auch nach Palästina, das war schon Israel, nach Israel gekommen, auch die Ruth. Und meine Mama wurde dann krank in Israel und ist gestorben.
und ich besuche ihr Grab, so oft ich nur kann. Und meine Schwester ist heute in Genf in der Schweiz und die macht dort die gleiche Arbeit wie ich, bloß in Französisch. Sie geht auch in Schulen. Das ist eine Volontierarbeit natürlich, ja. So, soll ich das runternehmen?